Die Restaurierung des Neustrelitzer Schlossparks ist abgeschlossen. In das Großprojekt, welches sich im Grunde aus vielen kleinen Teilprojekten zusammensetzte, investierte das Land mit Unterstützung des Europäischen Landwirtschaftsfonds insgesamt 7,6 Millionen Euro. Das um 1730 im barocken Stil angelegte und später als englischer Landschaftsgarten überformte Areal wurde denkmalgerecht rekonstruiert. So erhielt unter anderem die barocke Mittelachse ihre ursprüngliche, nach Norden gerichtete Verjüngung, die nun die architektonische Perspektive nach Plänen der alten Bauherren wiederherstellt. Zudem erhielt die Sichtachse auf den sogenannten Hebetempel einen neuen Unterbau samt Drainage, um Stauwasser zu vermeiden. 10 Jahre wurde insgesamt gebaut, dabei hatte der ausführende Betrieb für Bau und Liegenschaften mit Unglücken und Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gibt immer wieder Herausforderungen, das ja. Wir hatten zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich auch, wir waren gerade fertig mit der Sanierung des sogenannten Hebetempels hier. Das als unmittelbar danach der Blitz hier einschlug und uns eine Säule weggesprengt hatte, sodass wir im Nachgang sozusagen die Sanierung wiederholen durften. Das hat uns natürlich etwas zurückgeworfen dort, aber heute erstrahlt der Hebetempel wieder in altem Glanz. Großes Interesse herrschte zur feierlichen Übergabe. Unter den Gästen Vertreter aus Kommunal- und Landespolitik. Darunter auch Finanzminister Reinhard Mayer, dessen Ressort die Restaurierungsmaßnahmen verantwortete. Mit der symbolischen Gießkanne wurde die Hege und Pflege des Schlossgartens an die Stadt Neustrelitz übergeben. Eine Aufgabe, die dem städtischen Haushalt in den Folgejahren viel abverlangen wird. Weiterhin ungeklärt und daher auch hier ein prominentes Thema, die Frage nach dem Wiederaufbau des Schlossturms samt Erhalt der alten Kellergewölbe. Mein Vorgänger, Herr Brotkorb, hat ja eine Vereinbarung ausgehandelt mit dem Bürgermeister. Da geht es einmal um den Keller, dass der erstmal so erhalten bleibt. Und zweitens um den Schlossturm und Fördermittel. 3 Millionen Euro hat das Land zugesagt. Dazu stehe ich. Das habe ich heute nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Was wir aber jetzt brauchen, weil es immer wieder Forderungen in der Stadtvertretung gibt, darüber hinaus eine schnelle Entscheidung, was man möchte. Denn wir haben jetzt einen Doppelhaushalt vor der Tür. Ich möchte das gerne einplanen. Das ist das Angebot. Und deswegen müssen wir bis zum Oktober wissen eigentlich, woran wir sind. Die letzte Hürde, an der es nun hapern könnte, ist eine Beschlussvorlage der neu konstituierten Neustrelitzer Stadtvertretung. Ende Oktober soll hier eine Entscheidung fallen. Wir werden mit den Fraktionen abstimmen, wie wir hier vorgehen, damit wir eine Beschlussvorlage machen, die dann auch eine große Mehrheit in der Stadtvertretung finden wird. Und dann ist der Weg frei. Also insofern hapert es gar nicht, sondern es liegt jetzt einfach am Verfahren, an den Planungen für die nächsten Tagesordnung der Sitzung und natürlich dann aber an der Zustimmung. Also insofern hat der Finanzminister gebeten, dass ein klares, eindeutiges Signal aus Neustrelitz kommen soll. Noch ist das Neustrelitzer Herzensprojekt nicht auf dem Weg. Klar ist hingegen, dass rund um den Neustrelitzer Schlossgarten weiter modernisiert wird. So soll unter anderem im kommenden Jahr die Restaurierung der Orangerie beginnen.